Ihr Stellenwert fürs Team groß. Ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? Er ist der Spätstarter von der Weser. Denn große Titel kann er nicht vorweisen. Vielleicht ist sein größter Erfolg sogar einfach, Bundesligaspieler zu sein. Im stolzen Alter von 30 Jahren debütierte Christian Groß im vergangenen September für Werder Bremen in der Bundesliga. Es folgten 9 weitere Einsätze. Der spätberufene Innenverteidiger wird zu einem der wenigen Lichtblicke in der Bremer Hinrunde. 10 Punkte hat Werder in diesen Spielen mit ihm geholt, also mehr als die Hälfte der Gesamtausbeute. Schon diese Bilanz spricht für den Abwehrspieler, der seine Aufgaben zwar unspektakulär, aber doch regelmäßig zuverlässig erledigt hat. Im besten Sinne solide also. Und das kann in dieser Saison beileibe nicht jeder Werder-Verteidiger von sich behaupten. Dennoch hat der gebürtige Bremer im neuen Jahr einen schweren Stand. Nur 10 Minuten steht er 2020 in der Bundesliga auf dem Rasen. Bei Trainer Florian Kohfeldt kommen vor Groß erstmal die großen Namen. Sind die Kollegen wie Niklas Moisander, Ömer Toprak oder Miloš Veljković allesamt fit, dann spielt Groß keine Rolle. Kann also sein, dass der 31-jährige Spätstarter auch intern ein wenig unter dem Radar läuft. Der solide Spätstarter in einer wackeligen Bremer Abwehr. Christian Groß, einer der unterschätzten Spieler der Bundesliga.